Und weiter geht's mit meinen Videos über das MacBook Pro 13 mit Apple Silicon. Heute gucken wir uns Photoshop an. Da gibt es schon eine Beta-Version, die angepasst ist für den M1-Chip. Aber natürlich läuft auch die normale, oder was heißt die normale, die alte Version. Die läuft dann eben emuliert mit Rosetta 2, aber läuft eigentlich auch problemlos. Zum Vergleich habe ich hier noch mein MacBook Pro 16, ein richtiges Monster. Da gucken wir einfach, wie es da drauf läuft im Vergleich zum Apple Silicon MacBook. Den Photoshop installieren oder die Beta-Version vielmehr installieren kannst du, indem du hier unten guckst bei Beta-Applikationen und dann kann man den Photoshop einfach installieren. Das habe ich schon gemacht und da sieht man auch schon den ersten Unterschied, wenn wir jetzt einfach mal starten. Jetzt starte ich mal den Photoshop für M1. So, da haben wir ihn schon und machen noch unser Testbild auf, das ich neulich schon benutzt habe. Also das geht ratzfatz. Im Vergleich machen wir jetzt noch den alten Photoshop oder vielmehr den emulierten Photoshop auf. Das dauert ein bisschen länger. Aber hier haben wir den auch schon. Und das Bild noch. Da ist. Also die emulierte Intel-Version, die muss ich überhaupt nicht verstecken und wir auch gleich sehen, wir machen ein paar Tests, dass sie extrem gut abschneidet. Hätte ich auch nicht gedacht. Noch ein Tipp. In der Aktivitätsanzeige kann man hier vorne bei CPU kann man sehen, ob eine App, diese Runde gerutscht, auf Intel läuft, hier habe ich den Photoshop, oder eben auf Apple, also auf M1, hier ist eben der Photoshop Beta. So kann man das immer schön angucken und weiß dann eben, ob es emuliert läuft oder nicht, wobei schlussendlich ist egal, Hauptsache es läuft. Ich habe einen Screen Recorder laufen, mit dem hatte ich schon mehrere Probleme, deshalb habe ich die ganzen Tests, die ich dir jetzt zeige, ohne Screen Recorder gemacht. Ich zeige dir jetzt nur nochmal, was ich gemacht habe. Also nicht wundern oder was nicht wundern, der Screen Recorder lief nicht, als ich die Zeit gestoppt habe. Ich habe einfach ein paar Sachen laufen lassen. Warte mal. So, hier haben wir es. Dieses Bild hatte ich neulich schon, oder diesen Stapel von Bildern. Ebene ein aus. Das ist jetzt der Beta Photoshop und darauf zeigt er, was ich gemacht habe. Und dann sprechen wir über die Zeiten. Was mich auch interessiert hat, ist die Speicherauslastung. Deshalb habe ich immer wieder bei der Aktivitätenanzeige geguckt, wie der Speicher ausgelastet ist. So, also man sieht hier 3,23 GB. Und was eben tatsächlich unten benutzt wird oder nicht, weil die Maschine eben nur 8 GB hat und die hier 32 und Photoshop braucht ja eine Menge Speicher. Aber über den Speicher reden wir später. Jetzt zeige ich dir erstmal, was bei meinen synthetischen Benchmarks oder Benchmarks rauskam. Ich habe einfach kleine Tests gemacht und damit die Zeit gestoppt. Legen wir mal los. Test Nummer 1 war einfach die Sache vergrößern und zwar auf 300%. Also es wird ein ordentliches Bild, hier 831 Megabyte wird es dann groß sein. Ich hatte 500% probiert, aber damit ist nicht mal das 16er fertig geworden, sodass ich mich auf 300 geeinigt habe. Bikubisch und dann einfach mal gestartet. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, er ist fertig. Die Zeiten des MacBook Pro 16 hat 25 Sekunden fürs Vergrößern gebraucht. Die Intel-Version auf dem MacBook Pro 13 hat 60 Sekunden gebraucht und die M1-Version hat 59 Sekunden gebraucht. Ich habe natürlich von Hand gestoppt, als ob es 59 oder 60 sind. Ist egal, sind schnell, aber hier muss man eindeutig den Punkt eines MacBook Pro 16 geben. Der nächste Punkt, was ich gemacht habe, war ganz einfach das Bild horizontal spiegeln. Also das Bild, das wir gerade eben vergrößert haben. Da kommt raus, 83 Sekunden hat das MacBook Pro 16 gebraucht, 95 Sekunden hat die Intel-Version auf dem MacBook Pro 13 gebraucht und 84 Sekunden, also quasi genauso schnell wie das MacBook Pro 16, war die angepasste Version beim Photoshop Beta. Jetzt legen wir auch noch eine Schippe drauf und wenden einen selektiven Weichzeichner an. Und zwar stellen wir Qualität auf hoch, also auch auf dem großen Bild. Die Ergebnisse, das MacBook Pro 16 hat 218 Sekunden gebraucht. Die Intel-Version auf dem 13 Zoll MacBook hat 221 Sekunden gebraucht und die angepasste Version 225 Sekunden. Also du siehst, es zeichnet sich schon ab. Das MacBook Pro 16 ist ganz bestimmt nicht schlecht, aber es kostet mehr als doppelt so viel als das 13 Zoll MacBook. Aber es ist bei weitem nicht doppelt so schnell. Machen wir den nächsten Test. Auch dafür machen wir wieder einen Weichzeichner, diesmal aber einen radialen Weichzeichner. Und hier machen wir Stärke auf 100 und Qualität natürlich sehr gut. Dafür hat das MacBook Pro 16 150 Sekunden gebraucht und die Intel-Version auf dem MacBook Pro 13 165 Sekunden und die angepasste Version von Photoshop 178 Sekunden.
Als letzten Test habe ich dann alle Ebenen einzeln exportiert. Das macht man hier, Ebenen in Dateien. Und hier JPEG, habe das alles so gelassen, meinen Ordner und gestartet. Dafür hat das MacBook Pro 16 83 Sekunden gebraucht. Die Intel-Version auf dem 13er hat 93 Sekunden gebraucht. Und die M1-Version hat nur 76 Sekunden gebraucht. Also du siehst, obwohl die Datei so groß war, ist eigentlich im Rahmen, bis auf das Vergrößern selber. Ich habe hier mal alles zusammengeschrieben, aber ich meine, wann vergrößert man schon so groß? Ich habe die ganzen Tests auch nochmal ohne... jetzt hat es exportiert. Aber gehen wir zurück zu Chrome. Also ich habe die ganzen Tests auch nochmal gemacht, ohne vorher zu vergrößern. Und da sieht man, da gibt es sich eigentlich gar nichts, ob es 2 oder 3 Sekunden sind. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie ich geklickt habe. Also die Intel-Version, die emulierte Version mit Rosetta 2 funktioniert wunderbar, kann man gar nicht so viel meckern. Dann der selektive Weichzeichner, da gibt es sich überhaupt nichts. Beim radialen Weichzeichner, gut, muss man 3 oder 4 Sekunden länger warten. Übrigens, der radiale Weichzeichner war das einzige bei der emulierten Version, wo hier überhaupt der Lüfter anging. Hier war er richtig laut, gut, hier war er auch nicht ganz leise. Aber sonst blieb der Lüfter immer komplett aus und bei der M1-Version von Photoshop blieb er komplett immer aus. Da ging er auch bei diesem Test hier nicht an. Und beim Export sieht man ja tatsächlich, egal ob groß oder klein, da liegt die M1-Version tatsächlich vorne. Also Hut ab. Gucken wir uns auch noch schnell die Speicherbelegung an, weil ich hier ja nur 8 GB habe. Aber es lief ja eigentlich ganz gut. Generell habe ich die Kisten immer neu gestartet für die Tests. Also ich habe erst den Photoshop Beta laufen lassen. Dann habe ich neu gestartet und habe den Intel Photoshop gemacht. Und auch das MacBook Pro 16 habe ich neu gestartet, bevor ich den ganzen Testablauf gemacht habe. Nach dem Neustart sieht es auf dem 13er MacBook so aus, dass 8 GB habe ich physischen Speicher und davon sind schon 4,87 belegt. Nachdem ich den Photoshop Beta gestartet habe, der hat dann 3,22 GB belegt nach dem Starten des Photoshops und nach Öffnen der PSD-Datei, die mit der Mauer, die wir die ganze Zeit hatten. Und da musste er dann schon ein bisschen swappen, obwohl noch ein bisschen Platz gewesen wäre, aber gut, egal. Interessanterweise hat die Intel-Version in dem Fall ein kleines bisschen mehr belegt, es kehrt sich jetzt aber gleich um. Die MacBook Pro-Version oder die Version auf dem MacBook Pro hat kurioserweise noch weniger belegt, ist egal, aber auch das kehrt sich gleich um. Nach dem Vergrößern sah es nämlich so aus: die M1-Version auf dem MacBook Pro 13 braucht 6,15 GB und die Intel-Version 5,91. Wie gesagt, es dreht sich um und wenn man dann immer so weitermacht, spiegeln, da habe ich jetzt gar nicht die M1-Version drin, egal. Machen wir selektive Weichzeichner, 5,95 und 6,18 die Beta-Version, radialer Weichzeichner, die Intel-Version wieder 5,95, also es ändert sich da nichts. Und die M1-Version 6,18 GB, aber du hast ja gesehen, wie das lief. Und jetzt kommt der Hammer. Das MacBook Pro 16 hat nach dem Ende dieser ganzen Tests 21,14 GB für den Photoshop reserviert. Aber kannst du natürlich auch machen, weil es ja genügend Platz hat. Obwohl ein kleiner Swap dann auch war. Auch wenn ich mich wiederhole, Hut ab vor dem MacBook Pro 13, egal ob man jetzt vergrößert oder nicht. Das Speichermanagement scheint wunderbar zu laufen, sodass man auch mit 8 GB extrem weit kommt. Hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen im Real-World-Test mal wieder. Und zwar wollte ich eine PDF in Photoshop öffnen. Das ging ja nicht, kurioserweise. Weder in der Beta-Version noch in der Intel-Version. Dann habe ich es eben auf dem MacBook Pro 16 probiert und da hat es funktioniert. Das ist für die Kita bei uns irgendwie so ein SEPA, bla bla bla. Aber egal. Kurioserweise gehen auch hier wieder alle anderen PDFs, die kann ich öffnen mit Photoshop. Nur diese eine hat eben nicht auf MacBook Pro 13 funktioniert, sondern nur auf MacBook Pro 16. Also es gibt immer noch so ein paar kleine Ecken, die eben nicht funktionieren. Aber ich denke, das wird nach und nach alles behoben werden, diese Sachen. Und dann läuft die ganze Geschichte. Das wird jetzt auch das letzte Video sein, wo du mein MacBook Pro 16 siehst. Ich muss gleich noch ein paar Videos machen, dass ich es immer mal da einblenden kann. Ich werde das nämlich verkaufen, weil mich dieses kleine Ding so krass überzeugt hat, ohne Lüfter, mit dieser Geschwindigkeit, einfach perfekt. Wenn du Fragen hast, unten drunter einfach kommentieren. Es kommt bestimmt immer mal wieder was zu diesem Teil. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe auch schon ein paar Videos gemacht über die MacBooks. Verlinke dir hier oben die Playlist. Hier gibt es noch, wo habe ich jetzt, irgendwo gibt es noch mein letztes Video. Und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.